Jo Leute, düm, düm, düm. Mal wieder Guardian Free Siege gegen Malicious. Jo. Eigentlich würde ich es ja geil finden, wenn wir uns halt da wirklich mal so zusammentun würden und halt 2 gegen 1 machen. Das wäre eigentlich so der Sinn, sag ich mal, dass man irgendwie so die Rang 1 mal, ne? Aber jo. Okay, hier steht wieder so ein langweiliger Tower. Selbes Spiel, was steht bei Melly? Das Team noch nicht zu wild. Okay, dieses Galley und Perna Triton ist auch komisch immer. Tja, der wird eh schon von Melly attackt. Genauso wie unsere hier alle. Na gut, Guildies wollen den hier machen, dann. Machen mal halt wieder Sean, Skogul und Kuma. Was habe ich da letztens gemacht? Irgendwas. Habe ich nicht mit Fire Twins angefangen? Ich glaube, ha. Wobei das so übelst risky ist seit dem Nerf von Shiner. Aber ich muss trotzdem. Fuck you, Maul, hey. So. Dann. Nein. Wo ist Fran? Hier ist Fran. Wir müssen halt eben Skogul kontrollen. Und das ging halt um einiges leichter mit Attack Bar Reduce. So. Aber das Coole ist, sie haben schon mal keine Will-Runen. Das heißt, wir können Skogul stunnen. Oh, perfekter Ryo. Oh ja, scheiß drauf, lass ihn einfach killen. Dann könnten wir schon Attack Bar. Na gut, hat sich eh erledigt. So, ich hoffe, jetzt kommt. Oh, nice. Nice. Violent Proc Fran. Kommt sicher wieder Drecks Provoke. Auch der Kuma Silence interessiert uns nicht. So. Sonst dann mal Kuma, weil er mehr Attack Bar hat. Ein bisschen scarier ist. Heil mal Shiner, kill mal Kuma. Jo. Provoker Fran ist okay. Okay, funktioniert immer noch. Leider nur noch halb so overpowered. Jo, was ist mit meinem Internet los? Sehr gut, danke. So, ich zeige euch mal was. Hier. 5 Star Tower, ja. Also wirklich. Nur 4 Stars. Da sieht man wirklich, wie overpowered Twins sind. Und doppelt so viele Wins. Mehr als doppelt so viele Wins wie Losses hier. Also auf gut Deutsch. Nein, ich attacke ihn nicht. Sondern wir attacken ihn hier. Wie üblich mache ich bei sowas Theo, Galleon und Tiana. Und Theo als Lead. In der Hoffnung, dass Beta schneller ist. Und nicht derpt und ihren dritten raushaut. Genau so. Das heißt, wir können das machen. Und Molon killen. Beta wird jetzt reviven und hoffentlich nicht bioprocken. Sehr gut, dann Defense Break mal Molon. Und mit dritten Skill auf Beta killen wir alles. Perna kommt zwar zurück, aber wer ist schon Perna? 34 KP. Nicht mal halb so viel. Na gut, halb so viel, okay, aber nicht genug für einen Squall, wie immer.
Gut, was steht sonst noch hier? Tür. Molong Druid und Harmonia. Tja, komm. Panda Time. Panda Wind Monkey Time. Panda. Irgendwie würde ich gern. Na, scheiße, Florin. Scheiße, Florin, wirklich. Irgendwie brauchen wir schon so ein bisschen Heal. Machen wir Raccoonie noch, ja? Das wird schon. Dann. Tankt der Raccoonie. Ja, Raccoonie tankt nur Molong. So. Gehen wir. Egal, machen wir nichts dabei. Defense Breaker. Oh, nice Violence. Oh, nice Kill. So, Muni macht jetzt immer einen Blödsinn, eklar. Und Double Provoke. So, gehen wir einen Panda. Attack Bar. Ouch. Das war jetzt nicht so gut. Bräuchte mal ein bisschen Heal von Feng. Ich hoffe, der Druid geht jetzt natürlich, geht auf Rakuni. Du verdammter Bastard, hey, und dann gehst du Proxton Bayard und crittest, hey. Verdammt nochmal, wirklich. Okay. Aber. Kill. Bayard. Komm zurück. Noch einer. Und noch einer. Ah. Oh Gott. Okay, komm. Kill Molong nochmal. Warum geht ihr auf meinen Affen und nicht auf meinen. Oh, bist du so wertlos. Komm. Wo ist mein. Defense Break, Junge. Ich hasse es, wirklich. Erzähl mir nicht, dass Accuracy einen Unterschied macht. Sehr gut, Monkey. Monkey, du bist mein MVP. So, Feng, tu auch mal was für dein Geld. Oh Gott. Und dann hat er 76 Resistance und kann nicht mal einen Sleep von Harmonia resisten. Defense breaken kann er nicht, resisten kann er nicht, Wireprocken kann er nicht. Junge, was kannst du? Du hast recht nicht mal um Harmonia zu killen. Schau dir den Monkey an, hey. Berserker Mode Monkey. Gut. Okay. Der Siege ist ja auch schon wieder irgendwas. 2 gegen 1, wirklich. Keine Ahnung, warum wir nicht einfach Melly bashen, aber bitte. Schauen wir mal. Okay. Wind Monkey Chandra und Perna Tower. Tür. Probieren wir mal unser Glück, ne? Theoretisch sollte es klappen, aber praktisch kommt es eher darauf an, wie Orion seine Debuffs landet, würde ich mal sagen. Okay, das. Ich könnte jetzt. Ja, ich würde sagen. Wir killen einfach den Monkey. Wollten wir ihn überhaupt killen? Ach du Scheiße. Okay, wenigstens hat Chandra nicht gehackt.
Monkey hat noch. Oh Mann. Ach Gott. Ja, natürlich, ne? Gut, hat sich damit erledigt. What the fuck, was für ein Tanky Monkey? Lioran? Nee. Tja, scheiße, ne? Bräuchte ich jetzt... okay. So viele Wireprox kann ich gar nicht mehr bekommen. Oh, fuck. Übertrieben, dass der Monkey nicht down gegangen ist, ha? Huh? War ich jetzt schon leicht verwundert. Okay. Na gut, wir werden mit dir. Und tja, weißt du was? Schauen use ich sonst sowieso nie. Wird schon schief gehen. Irgendwie möchte ich halt schauen, dass ich so schnell wie möglich meine Attacks reinkriege. Weil, keine Ahnung, ob es irgendwie eine zweite Hälfte gibt. Naja, natürlich. Natürlich prockst du. Tja, dann. Ja, what the fuck, man, der Monkey ist so tanky. Oh Gott. Gebitte, wirklich, ist das behindert schon wieder? Was geht denn ab, hey? Was ist das für eine scheiß Defense da schon wieder, was ich da verkacke? Kann nicht so schwer sein. Kill den fucking Chandra hier, Monkey wird überleben. Gehe ich stark davon aus. Und dann hoffe ich einfach, dass Perner nicht genug prockt und den Monkey wieder voll heilt. Und dass vielleicht Bulle so ein bisschen stunnen kann. Defense Breako? Ja. Fuck you, Perner, ey, wirklich. Aber gut. Und zumindest. Der scheiß Monkey nimmt einfach überhaupt kein Damage, ne? Was geht ab, hey? Was hat denn der für ein... Ja, gib bitte, was... Ich schwöre, ich könnte schon wieder durchdrehen. Meine Fresse. Was ist mit dieser scheiß Defense? Das kotzt mich so an. Was soll ich machen gegen den hier? Oh. Wollen wir wetten, Galleon verkackt jetzt gleich? Oder Cyrus resettet Perner nicht und es ist eh wieder GG. Okay, Cyrus hat, also Galleon hat schon mal nicht verkackt. Und Cyrus auch nicht. Schaut gut aus. Okay, stirbt dann dort, na bitte. Wie ist das behindert, hä? Das ist so eine Noob-Defense einfach, die überhaupt nichts kann, ehrlich. Dann so verkacken wieder. Kotzt mich so an gerade. Ja, da steht nochmal dasselbe Blödsinn hier. Hm.
Ja, scheiß drauf, ehrlich, ja. Wo steht das sonst noch? Okay, Twins. Das sind ja auch Guildies. Wahnsinn. Da kommst du dir echt so richtig, richtig noobig vor. Den hier glaube ich machen. Irgendwie glaube ich. Ich nehme noch einen Fairy King dazu. Und hoffe irgendwie, dass mein Lucian nicht gestunt wird. Oh mein Gott, ja. Echt mehr Glück als Verstand gerade. Boom. Stevens Break, nice. Kein Sleep. Gut. Na, wenigstens da hatte ich irgendwie gerade Glück, ne? Was war das für ein Gemini hier? Ja. Ich habe aber eigentlich auch einen Cyrus gut. Kann ich den da irgendwie machen? Der würde irgendwie so noch Katarina schreien, oder? Boah, das. Das klappt niemals. Na, ich glaube. Ja, was soll's. Was kann schon passieren? Außer, dass irgendwie drei in, weiß ich nicht, gehen. Ach Gott, ey. Genau deswegen wollte ich eigentlich QB wieder nehmen. Weil er... Illidan mich sicher strippt. Alter Schwede. Strippt er nicht Invincibility, strippt er Immunity und Ciara bombt mich. Und komm, bitte, wenigstens kill 2 in Illidan und 1 in Molong. Also bist du ein Stück Scheiße, Katarina. 85% Crit auf Wasser, ne? Jawohl. Genau so habe ich es mir erwartet. Ja. Ich muss aufhören mit Katarina zu spielen. Oder ich baue mir irgendwie einen Second QB und den mal halt eben richtig. So. Tja, das ist. Keine Ahnung. Na, eh klar. Ich wollte versuchen, meine Kali zu retten. Ja, wo mach Reckless. Damage wird dann nicht reichen auf Illidan. Killen wir nochmal Ciara, warum nicht? 50k. Gott. Mach's gut, Kali. Jo, wie sogar fucking Illidan auf Kali auf einmal geht, ne? Komm, crit er wenigstens. Rechts. Jo. Schreckliche. So, dann wären wir schon wieder bei meinem letzten Attack. Gott sei Dank, was steht hier? Ja, komm. Ja, dann. Voll für Wooster. Die und. Jasun. Ja, aber ich weiß, ich zeige gerade keine Runen, aber ehrlich.
Freut mich gerade nicht. Irgendwie die Zeiten, in denen Theo was one-shot jetzt sind irgendwie auch vorbei, kommt mir vor, ha? Okay, Chandra ist in Ordnung. Oh, na gut. Oh, Defense Break. Leider kein Vio Proc. Sean Clancy, jetzt ist sicher selbst. Noch nicht einmal. Na gut, dann. Dann mach's gut, Sean. Bye bye. Okay. Neue Runde. Immunity. Planet Down einmal. Naja, Penner. Komm, noch einer. Noch einer, komm. Ein Stück Scheiße hier, wirklich. Oh, das ist so nervig, hä? Vio auf eine Runde begrenzen. Wenn du einmal geprockt hast, kannst du nächste Runde nicht procken. Fertig ist. Aber ja, wäre dann langweilig, ne? Wen könnte ich sonst flamen? So, mach's gut, Chandra. Okay, dann wären wir wieder bei 7-3, ne? Gott, das nervt mich, dass ich gegen diese Krüppel-Defense da verloren habe, hey. Lächerlich. Aber ja, na gut, ich bin wenigstens froh, dass ich meine Attacks reinbekommen habe. Keine Ahnung, nachdem Melly gerade 29 Punkte kriegt, Tendenz steigend, bin ich mir nicht sicher, ob es eine zweite Hälfte gibt. Und da ja, passt schon. Jo. Okay, das war's und jo. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, also, wie erwartet. Wir wurden vernichtend geschlagen. Aber ja.